Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest mit Voucher, mit unserem Nameless. Wir rutschen heute natürlich in die Folge, so wie wir es ausgemacht haben. Wenn wir schon in den Baumwipfeln sowas aufgebaut haben hier, rutschen wir direkt in die Base. Ich habe uns ein bisschen was angezeichnet für heute an der Basis, damit es sich auch lohnt, das Tool aufzustellen. Ich möchte heute an der Basis mal gucken, was da so passiert, wie wir da kämpfen können. Wenn die kommen, wir holen uns ein, zwei Wellen ran übers Artefakt-Tool, übers Ball-Tool. So, aber jetzt gehen wir erstmal rutschen, da freue ich mich schon die ganze Zeit wieder drauf. Ich habe natürlich gespeichert, bevor ich aufgestiegen bin hier, weil wenn du im falschen Moment hier rauskommst aus der Bahn, ist halt auch vorbei, ne? So, Nameless, bist du bereit? Gegessen hast du und alles, ne? So, jetzt aber, Nameless, direkt in der Kurve bleiben. Probier mal heute in der Bahn zu bleiben, in der Bahn. Ja, er hat ein bisschen abgebremst. So habe ich es mir vorgestellt. Gut, da sind wir schon wieder. Spielkind ist glücklich. Jetzt können wir anfangen. Hier, ne? Bonfeuer bauen wir geschwind auf, dass wir Knochen brennen können. Und dann habe ich uns hier ein bisschen Knochenzaun auf die Wall oben drauf gesetzt. Mehr als Zierde, vielleicht als Schutz, dass sie nicht drüber hopfen können. Hauptsächlich aber, dass wir die Knochen verwerten können. Bisschen Rüstung müssen wir uns aufbauen. Ich glaube, ein, zwei Türme sind fertig geworden. Der hier ist durch. Da drüben fehlt noch ein bisschen. Jetzt haben wir schon zwei fertige Türme. Wir gehen auch gleich mal hoch. Ich brauche nur geschwind einen langen Baum. Einen langen Baum. Den würde ich ja gerne nehmen, aber da steht mein Baumhaus drauf. Das kann ich vergessen. Der da. Ich habe einen rausgewählt für uns. Ne, außen habe ich jetzt mal angefangen, auch die Baby-Spikes zu setzen. Zumindest mal hier an dem Teil. Dann haben wir hier den Knochenzaun. Dann haben wir hier am Haupttor auch mal einen kleinen Knochenzaun über die Brücke gezogen. Einfach mal zum Gucken, wie es aussieht. Und zwei Rüstungsständertypen habe ich oben schon mal aufgestellt. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen was, was wir verbauen können, wenn wir Materialien bekommen heute von denen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir noch ganz kurz das Bonfeuer da hoch. Und dann stelle ich einfach das Tool in die Erde, wenn wir die Fallen gespannt haben. Da gehen wir gleich zusammen durch. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und haben wir ein bisschen Action. Und vor allem halt ein paar Knochen dann auch. So, jetzt musste nur kurz... Dass ich hier ein Tor reingebaut habe, das ist immer noch verwunderlich. Und ich muss alles zumachen gleich, ne? So, wo sind die jetzt alle hingeflogen insgesamt? So richtig habe ich es nicht mitgekriegt gerade. Vor lauter Schwallern mal wieder. Sind die nicht neigeflogen? Ist egal, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Sticks nehme ich schon mal mit, weil die brauchen wir gleich zum Aufspannen. Und dann haben wir auch ein bisschen was fürs Auge auf der Seite halt, ne? Bevor wir jetzt nur unten kämpfen. Ne, das war nix, Digga, ne? Du musst nochmal raus. Such dir mal einen ordentlichen jetzt einen, den du dann auch wieder findest. Ach, ich stehe auf diese Spikes an der Wall. Werden wir wahrscheinlich komplett außen rum ziehen. Müssen wir mal gucken. Zumindest. Oh, und es regnet. Mein Lieblingswetter. Sehr schön. Ja, der Zaun ist ein bisschen holprig oben auf der Wall, ne? Der lässt sich dann leider nicht direkt setzen. Den musste manuell einzeichnen und hier und da geht er nicht ganz durch. Und er sitzt auch nicht ganz auf. Wir gucken es uns einfach mal an, würde ich sagen. Dafür haben wir ja die Möglichkeit in einem Spiel, ne? Da muss ja nichts perfekt sein. Wenn es nicht schön ist, kann man es immer noch abbauen. So, mein Freund, den hast du noch mit? Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. So, das ist erledigt. Sehr schön. Und weil wir ja wahrscheinlich hier dann nachher die Knochen verbrennen und ab und zu auch mal außer Puste sind, würde ich uns hier noch eine Bank gönnen irgendwo. Hier sind jetzt schon die Knochenbehälter, da geht's raus. Ach, dann setzt es doch einfach hier direkt hin, das Bänkle, Digga. Da kannst du dich wunderschön ausruhen, wenn es dann knallt. So. Wo haben wir die Bank? Ne, das ist die Plattform. Die kostet 2 Stämme, gell? Ja, gerade so Holzbänkle hier ans Feuer gesetzt, gemütlich. Da-dam, da-dam. So, und jetzt musst du nur gucken, einen hast du auf jeden Fall noch. Und da liegen doch genug rum jetzt schon wieder. Du weißt nur nicht, wohin, gell? Ich weiß nicht, wo ich es hingesteckt habe. La, 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 la. Ich brauche noch einen Stamm und dann müssen wir die Fallen spannen. Und dann soll es eigentlich auch schon losgehen. Dann haben wir nämlich ein bisschen was vom Tag. Wir können auch gerne das ein oder andere heute schon mal anzünden, wenn wir oben sind nachher beim Kämpfen. Falls wir oben sind. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir unten kämpfen werden. Stick nimmst du mit. Ja, komm, hack den noch runter, geschwind. Ansonsten ist hier eigentlich alles dicht, ne? Die ein oder andere Lücke gibt es. Es sind auch noch einige Bäume nachgewachsen, wo die Kannibalentypen natürlich drüber hopfen. Und dann kennt man es ja. Der ein oder andere Move von denen, der geht dann über die Falle, dann sind sie im Innenbereich. Und da müssen wir dann gucken, dass wir das mit dem Feuer hinkriegen. Ja, da schauen wir mal. Vielleicht kommen auch ein paar Mutanten, das wäre mir noch lieber. So, da kannst du dich dann später ausruhen. Nimm mal deine Machete, du brauchst jetzt ganz viele Sticks für draußen. Dann, dann, dim. So, 2, 4. Ja, ich mach mal den Beutel einfach voll. Gott sei Dank wächst das Zeug hier mal nach. Sind mal 2 Stück. Schädellampen. Oh komm, wir können schon mal die ersten Schädellampen noch aufsetzen vielleicht. Wenn wir dann jetzt heute Schädel finden, können wir nämlich Nachschub holen, ne? Pass mal auf.
Und zwar machen wir hier mal dicht. Also wie gesagt, heute basteln wir hier auch noch ein bisschen und dann werden wir demnächst mal einen kompletten Kampf machen, wo wir dann wirklich alles geben. So ein Final Border-Kampf, irgendwie sowas. So, lass mich mal hier raus. Also, hier hast du schon mal die ersten zwei. Das war klar. Dann zeichne ich die halt später an. Ist doch gar kein Problem. Ich wollte halt die Fallen erst noch aufstellen, bevor es jetzt hier losgeht mit denen. Und Pfeile muss ich vielleicht noch holen kurz. Stopp. Danke. Stopp. Danke. Gut, das läuft. Sie hören heute auf uns. Geil, wie sie dann auch stehen geblieben sind. Sehr gut. So, Falle steht, die müssen wir noch aufsetzen. Das Problem ist halt das Nachjustieren der Fallen, wenn sie dann ausgelöst haben. Wenn wir oben sind, ist halt schlecht, ne? Müsst ihr jedes Mal runtergehen. Marc hat auch noch einen Steg gebaut, dass wir von der Base aus direkt rauskommen hier. Auf die andere Seite, ne? Mach mal auf. Sehr gut. Und jetzt hier die da. Wie kommst du da dran am besten? Hier. Wahrscheinlich stehe ich auf dem Auslöser. Sehr gut. Hier, die haben sie alle ausgelöst. An die hintere komme ich von da nicht dran. Die ganze Reihe ist immer noch ausgelöst hier, ne? Ja, bring mal rein. Vielleicht baue ich mir nachher noch irgendwas. Mach zu. Und lauf einmal außen rum und spann alles auf. Ah, hier liegen die ganzen Stämme. Dann sind die rausgeflogen. Ich suche sie alles, weißt du? So. Nemomad. Du bist einfach so smart. So geile Geschichte hier mit der Rutsche, Alter. Das macht so Laune. Seid ihr da? Hab ich schon gefragt, ob's da seid? Zieh dir das mal rein, wie viele Fallen wir hier hingestellt haben. Ich hoffe jetzt, dass keine Patrouille mehr kommt, bevor ich das Tool stelle. Wo stellen wir das überhaupt hin? Haupteingang, würde ich sagen. Ich will, dass sich der Kampf heute auf den Haupteingang mal zentriert. Zumindest mal ein bisschen. So. Das passt schon. Die zwei machen wir noch auf, oder? Da hinten wird heute wahrscheinlich nicht viel los sein, wenn ich vorne das Tool hinstelle. Hier musst du aufpassen, wegen dem Auslöser. So, das war die Geschichte. Ich hole wieder die Machete, gleich ein paar Sticks nachfassen. Zwei. Da war noch einer. Ah, da sind sogar noch mehrere. Zack, zack. Gleich noch alles abholen hier. Bäume lasse ich jetzt stehen. Auch die Bäume, wo sie wahrscheinlich drüber kommen. Einfach, dass wir gucken, wie es passiert, was passiert. Bisschen Dealenkunde heute. So, gehen wir zurück zum Haupteingang. Wann ihr nochmal wiederfindet, ist aber normalerweise kein Problem. So, jetzt hättest du vielleicht die Chance noch vielleicht für zwei, drei Lampen, Digga, ne? Die sind ja gleich aufgebaut, ne? Was weiß denn ich, dass man überall so alle paar Meter so Lämple setzt? Ist egal, in welche Richtung die Köpfe gucken. Hauptsache, es ist hier etwas heller. Und da würde ich dann die nächsten vier Stück können wir, glaube ich, gell? Ja, hier wieder eins rein. Und gleich parallel da drüben noch eins dazu. So, jetzt können wir nämlich Schädel nachholen. Und dann ist der Weg auch ein bisschen ausgeleuchtet. Zumindest haben wir mal einen Anfang, was Ausleuchtung angeht. So, hier mache ich zu. Zweites Bonfeuer brauchen wir nicht. Die Stämme lasse ich jetzt gerade hier liegen. Der Haupteingang innen oder außen, Digga? Mit dem Tool. Ich weiß es nicht, wenn ich's. Wie viele Pfeile hast du, bevor es losgeht? Ja, 45, die lassen wir gerade. Ich könnte es hier direkt vor der Haupteingang stellen. Da finde ich es erstens mal wieder. Und wir sehen dann auch mal gleich, ob sie innen drin spawnen. So, Nameless. Gegessen hast du? Da geht er mal hoch. Fisch habe ich nachgehängt. Ich habe Lebensmittel. Lebensmittel sage ich schon. Ich habe diese Heildosen. Wir haben alles, ne? Wir brauchen jetzt nur ein bisschen Schmackes hier beim Kämpfen. Gott, ich esse mal noch einen Riegel. Dann hier noch eine Geschichte. Und gestern warst du infiziert, gell, glaube ich, als ich da noch rumgebastelt habe. So, das Tool steht, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wenn wir Pech haben, spawnen sie innen drin. Ah ja, guck mal hier. Da müsste ich eigentlich noch Sticks holen. Scheiße. Jetzt habe ich das Tool schon hingestellt. Wir können ja nochmal in den äußeren Ring. Ich meine, normalerweise. Warte mal, geh nochmal hoch. Nicht, dass das der Turm ist, in dem ich dann drin klebe, wenn ich das Seil runtergehe. Nix, das mache ich nicht. Das muss ich nämlich nochmal nachrichten. Es gibt hier Engstellen. Es gibt hier Engstellen. Wie ist denn der momentan bestückt? Mach mal. Wo sehe ich denn das noch einmal? Hier. Bei 4 ist der moderne Bogen drauf. Die Zwille auf der 3.
Dann würde ich nämlich die Machete jetzt auf die 3 machen. Dann kann ich nämlich da schön draus Sticks holen und brauche da nicht immer das Tool suchen. Leute, da geht nicht wirklich viel gerade. Habe ich es überhaupt hingestellt? Jo, aber ich habe es nicht angemacht, glaube ich, ne? Gut, alles klar, dann hole ich erst nochmal Sticks. Ich habe es nicht angemacht. Ich denke die ganze Zeit, es bleibt aber arg ruhig. Die überlegen sich auch, wann sie kommen und wann nicht hier. So, ganz kurz, holen wir noch ein paar Stickies. Dann können wir nämlich da noch ein bisschen rumbasteln oben. Hier, die zwei nehme ich noch mit. Da stehen sie übrigens auch gerade. Da ist ein Beppo. Da ist ein Beppo. Guck mal her, wenn ich die jetzt pull. Ja, wir stellen das Tool auf. Das mit den Sticks, das machen wir dann. Das muss nicht heute sein. Zu. Zu. Tool raus. Okay. Das ist der Haupteingang hier? Nee. Oh, der Beppo ist hochgekommen. Sehr gut, dann haben wir den auch schon mal. Ich klicke links drauf. So, mein Freund, nehmen das. Jetzt hol dir mal noch ein paar zu. Steck's direkt hier vor dem Busch, dann finde ich es wieder. Wir dürfen gespannt sein, ob ich es wirklich wieder finde. So, meine Lieben, es kann losgehen. Wir gehen erstmal nach oben, bevor wir tatsächlich draußen kämpfen. Wenn es zu viel wird oder so, wenn wir merken, okay, jetzt sollte man die Knochen verwerten, zieh's Tool wieder raus, ne? Könnt's ja dann jederzeit wieder reinstecken. Wichtig ist einfach, dass wir jetzt lernen, was hier passiert. Wenn der Beppo jetzt aber hier ist, hätte ich die Möglichkeit, mit der Flat ihn zu erwischen. Problem ist tatsächlich, dass sich die Bäume... Haben wir schon den ersten Dings rausgefunden. Die kleinen Bäume, sie versperren uns einfach die Sicht. So. Dam, dam, dam. Früh ist noch nicht los. Vielleicht spawnen die auch im Innenring dann, weißt du? Ich hab's aber rot, oder? Ja, es leuchtet rot. Wobei, jetzt ganz ehrlich, ich am liebsten nochmal runtergehen würde, kurz die Bäume wegsäbeln. Komm, unter Feuer sind wir sowieso am besten, oder? Dann sehe ich von oben her. Warte mal so an hier. Also der Beppo ist schon tot, Leute. Die hole ich mir die Rüstung. Okay, wir haben keine Medizin mehr, sage ich schon. Benutzen. Und den machst du auch weg. Und schon könnte ich Fallen nachspannen, ne? Den machen wir weg. So. Jetzt haben wir das Problem, dass der Beppo draußen liegt. Und gerade wenn... Da kann ich nicht durchschießen. Das haben wir gestern schon probiert. Hier kannst du durch. Nur halt den Kopf jetzt treffen müssen. Okay. Auch wieder was, was wir gelernt haben. Und wir haben zu wenig Ausgänge nach draußen, ne? So, jetzt ohne die Falle zu stimulieren. Hier liegt er. Erstmal die Rüstung. Den Kopf lasse ich jetzt mal liegen, da komme ich schlecht bei gerade. So. Schön, dass der mit hochgekommen ist. Nemi hat eine Mutantenrüstung. Zack, sind wir schon wieder ein bisschen mehr auf die Fans. Aber hey, was ist los? Da kommen kaum welche, ne? Ist das rot? Es ist rot. Es bleibt aber eher ruhig, ne? Gut, die erste Welle haben wir wahrscheinlich getötet, so wie das hier aussieht. Warte mal auf, ich stelle nochmal die Fallen auf. Okay, ist jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich gedacht habe. Bis jetzt. Bin ich mal gespannt, Leute, ob das so ruhig bleibt. Was meint ihr? Hier komme ich schön hin, ne? Guck mal. Gut, es dauert halt eine Weile, bis du die Fallen nachgespannt hast, aber die sind ja super effektiv, gerade bei Mutanten, ne? Komm her, den nehmen wir gleich mal mit rein. Die ersten Knochen. Ich lagere die jetzt aber erstmal vorm Bonfeuer hier, ganz gemütlich, so. Dann war die Stämme, ich überlege, weißt du was, wir bauen uns ganz kurz so ein Ding auf. Pass mal auf, das wäre ja jetzt echt schade, weil früher oder später brauche ich hier eh nochmal Holz. Wir bauen uns so einen Lockholder geschwind hin. Bis hier losgeht, ne? Ich lasse das Tool mal durchrennen jetzt, solange es so ruhig ist. Der Lockholder. Felllager, Knochenlager, Waffenhalter, Sprengstoff. Hier ist er. Wo baut man den am besten hin? Wo stört er mich am wenigsten? Hier wäre noch ein Platz. Ja, aber wir setzen den hier zur Wall dazu, ganz einfach. Ist das ein Steinehalter? Hier haben wir da hingebaut, gell? So.
brauche halt jede Menge Sticks, die ich gerade nicht so habe. Dann gehe ich nochmal raus. Mach meinen Beutel nochmal vor. Okay, es ist sehr entspannend. Als ob das Tool das richtig zählt hier oben. Bin mal gespannt. Also unten an der Front war doch die Hölle los, ne? Hier ist kaum was. Wie viel brauche ich für den Lockholder? 26, glaube ich, ne? Ja, dann hopfe ich hier einfach mal durch. Da geht was. Ah, da kommt ein Armsi. Sehr cool. Sehr cool. Ich höre sogar zwei, glaube ich. Komm her, wir gehen rein. Und was ich jetzt auch gerade merke, wir hätten von innen noch was bauen müssen, dass wir als schneller draußen reinkommen. Was jetzt natürlich geil ist mit der Rutsche, dass ich hier so... Wo ist denn der Armsi, Leute? Irgendwo hier, ne? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn jetzt spontan mal noch nicht. Doch, da vorne rennt er. Und der Ding ist auch dabei. Haben sie jetzt schon mal eine abgekriegt? Huch, das war nix. Der ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen wütig. Jetzt ist er auch schon tot, ne? Da holen wir uns die Rüstung gleich. Pass mal auf. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich erstmal die Base wieder kennenlernen, ne? Ich habe ja weil nichts mehr gemacht hier. Aber da hinten haben wir nämlich eine Tür gehabt nach draußen. Die dürfte auch noch auf sein, weil ich vorhin nämlich zur Rutsche gelaufen bin. So. Aber es kommen fast keine Kannibalen, das wundert mich. Huch. Wo ist denn dein Kopf? Erwischst du den Kopf nicht? Achso, die Rüstung wollte ich ja noch holen. Kurzer Moment. Ich bin so verwundert gerade, weil halt hier nichts geht, ne? Stummt den mal von der Seite hier an ein bisschen. Hier ist Kopf. Den schnapp ich mir. Und dann gehen wir kurz zur Kirche runter. Ach, die Falle habe ich vergessen. Scheißdreck. Ich habe gedacht, ich bin an der Tür. Nebles! Hat jemand mitgezählt? Okay, jetzt pass auf. Jetzt muss ich langsam machen. Jetzt bin ich aus dem Ding gekommen hier. Wegen der Falle. Und die Tür ist auch noch auf. Die müssen wir gleich zumachen. Und es wird dunkel. Es war aber klar, dass es dunkel wird. Es wird immer dunkel, wenn es spannend wird. So, lass mal kurz gucken von vorne. Oben ran würde ich den machen. Gehen wir kurz rein. So, es ist jetzt ein bisschen ruhiger, ne? Aber ich nehme an, dass das jetzt vielleicht dran liegt, dass wir gerade eine Patrouillumseck hatten. Normalerweise kommen da mehr, ne? Stopp. Ja. Jetzt habe ich keine Sticks, oder? Okay, hier passt offensichtlich keiner mehr hin. Hier könnte ich einen, ganz knapp am Ding. Geile Geschichte. Probieren wir mal. Ja, genau, eingekesselt. Oh, das sieht jetzt aus, als ob wir was gebaut hätten. Guck mal. Krasse Geschichte. So, wieder hoch. Mal gucken, was jetzt los ist oben. An der Front, da geht heute nichts. Da ist einfach zu viel los. Zu wenig los. Drin ist noch keiner. Hier, die Tür mache ich schon zu. Die Virginia habe ich jetzt natürlich aus den Augen verloren. Na, guck mal, du saust hier in der Gegend rum. Wieso? Guck mal, das wird immer schmäler. Deswegen sehe ich das auch fast nicht mehr. Guck mal. So, die würde ich wieder aufstellen. Die ist mir schon öfters zum Verhängnis geworden. So. Die könnte man eigentlich alle wieder aufstellen. Bis auf die Heavy Burst hier, die lasse ich jetzt unten. Da ist auch die Gefahr, dass sie rüberkommen, größer, ne? So, jetzt gehen wir nochmal vor. Ne, Leute, das ist nicht wirklich spannend, muss ich ehrlich gestehen, gell? Okay, ich höre sie. Dann gehen wir nochmal hoch. Da holen wir uns die auch noch. Dann haben wir zumindest für heute schon mal eins geschafft, dass wir ganz viel Mutantenrüstungen wahrscheinlich kriegen, ne? Ich muss sie nur noch anziehen. So, pass auf. Die nächste. Schon haben wir drei Stück an wieder. So, jetzt ist die Frage, wo ist sie? Ich sehe sie nämlich tatsächlich kaum. Ey, das ist ja langweilig hier. Ich dachte, da geht richtig was. Oder kriege ich es nur nicht mit? Na, ich hopf nochmal runter. Kann ja auch rausgehen, wenn nichts los ist hier. Ich habe nämlich einen gesehen, den wir mitnehmen sollten. Doch, da ist sie schon irgendwo. Da vorne rennt sie.
Können wir gleich mal gucken, wie wir von unten kämpfen wollen, ne? Mach mal die Butze auf jetzt hier, wenn sie reinkommen, kannst du immer noch... Jetzt habe ich das Tool weggezogen, das wollte ich nicht. So. Vielleicht geht es jetzt besser, wenn ich es nochmal frisch aufgestellt habe. So, pass auf. Kann ich die... haben wir keine Batterien mehr? Wir haben die ganzen Batterien verbraucht. Wo kann ich denn Batterien nachfarmen? Siehst du, das weiß ich jetzt auch nicht. So. Nehmen das jetzt, wird es auch noch kalt, gell? Die Virginia hätte ich noch gerne. Dann kannst du von mir aus pennen. Sieht sie jemand? Da liegt noch ein Mutant. Alter, wir brauchen gar nichts machen. Die machen sie von alleine tot. Komm her, zieh mal die Wärmerüstung kurz an. Und geh mal raus und hol dir den. Nur die Rüstung. Kopf ist heute egal. Ist sie das oder war das ein anderer noch? Hier. Hammer, oder? Das sind die Fallen. Die sind super effektiv. Komm, Kopf, lass du da. Wieder zurück. Achso, ja, den Ding wollte man fertig bauen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich überlege die ganze Zeit. Den Lockholder wollte ich ja noch fertig basteln. Jetzt geht's los. Jetzt höre ich welche. So, 13 Stück. Ansonsten ist hier nichts mehr. Den kannst du machen. Das sind nochmal 4. Okay, also unten war es, glaube ich, ein bisschen effektiver, ne? Als wir da unten rumgebastelt haben mit denen. Kann natürlich auch sein, dass ich genau am Haupteingang eine Stelle erwischt habe. Kurzer Moment, der braucht ein bisschen. Der braucht seine Zeit, der braucht seine Zeit, der Bursche. Jetzt ist er geflogen, ne? Einer, zwei. Mach den auch noch weg. Ich will kurz den Lockholder fertig bauen. Oh, das Kollegchen hat einen Weg nach drinnen gefunden. So, Licht, Axt, weiter. Die sind alle im Dings drin, gell? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte dich eigentlich mit dem Bogen. Der läuft hier rum, als wäre er zu Hause. Und in den Rücken getreten, das dumme Stück. Da läuft gerade einer den kleinen Baum hoch. Wäre vielleicht mal interessant, reinzugehen kurz. Die kommen nämlich jetzt gleich hier reingeschossen. Ich mach mal hell. Hast du den nicht erwischt, gell? Nochmal. Die kleinen Bäume gehen die sogar hoch. So. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Ja, da wird es dann doch noch spannend. Kommt ruhig, hier vorne mache ich mal zu. Den Lockholder hätte ich gerne noch fertig gezimmert. Wie viel fehlt mir denn hier noch? Gott, ich habe noch kaum was eingesammelt. Mache ich mal den hier noch weg. Immer schön die Augen um die Walls schweifen lassen, wo sie jetzt herkommen. Vielleicht war es wirklich so, weil da eh gerade ein Amsi war, eine Patrouille. Das war ein gewissen... Dass man gewisse Mob-Freiheit braucht, bevor das Tool richtig einsetzt oder sowas. Weil er hat ja erstmal kaum was dazu gespawnt. Bis auf die, die ich tatsächlich über die Falle getötet habe und gar nicht mitbekommen habe. Ne? Auch schön mit den zwei Türen mit dem Feuerlicht jetzt. Da müsste man fast den mittleren noch hochziehen, stimmt. Jetzt hast du ja noch mehr, du. Ich dachte, es wäre ein Stickbaum. Komm her, lass mal das Tool stehen. Geh mal nach oben. Vielleicht können wir pennen kurz. Vielleicht kriegen wir da nochmal einen Bonus, wenn ich jetzt penne, obwohl das Tool steht. Und? Normal dürfte ich nicht schlafen. Ja, es hat tatsächlich hingehauen. So, jetzt können wir erstmal unsere Rüstung wieder anziehen. 3 Stück hat er uns gelassen nach dem Wechsel. Ja, sehr schön. Dann machen wir uns jetzt gleich die ersten Knochen. Schlückle frisches Wasser. Einmal von oben runter geguckt, was abgeht. Hallo. Nix geht ab. Können wir Sticks holen, Leute. Ja, okay, es ist nicht so spektakulär, aber jetzt wissen wir es wenigstens. Wenn wir Action wollen, gehen wir am besten runter. Oder auf der einen Seite, hier oben ist natürlich dann easy going. Ein paar Sag mal, wie kam ich drauf, dass das ein Sticky ist? Ich muss raus hier mal kurz. Ich muss mal kurz raus. Habe ich hier die Möglichkeit, kurz in den Wald zu kommen? Schon, ne? So, ja, hier. Schon wieder Falle selber ausgelöst. Ja gut, wir machen die Action selber, wir brauchen die nicht. Wer braucht schon Mutanten? Komm mal, stell die wieder auf. Ich mag, wenn die hier steht. So, vielleicht sollte man noch mal rutschen. Das Tool lasse ich jetzt einfach mal stehen.
Ich glaube, wir rutschen noch mal kurz. Bis dahin müsste doch sich hier normalerweise das Feld gefüllt haben, oder? In der Zeit hole ich ein paar Sticks. Ich rutsch doch mal jetzt. Das ist lustiger, wie hier zu warten, ob überhaupt jemand kommt. Ausgelöst hat schon einiges. So ist nicht, ne? Aber es ist echt mies. Ich stelle das Tool nochmal neu auf. Vielleicht ist auch das Problem, wenn man es über Nacht stehen hat, dass es dann nicht wirklich geht, ne? Am Haupteingang habe ich es aufgestellt. Hier. So, und jetzt stell's mal da vorne hier drauf mal. Vielleicht macht es ja einen Unterschied. Und wir rutschen jetzt gleich nochmal in die Mob-Meute. Weil wenn ich weiter weg bin, spawnen die anders, ne? So, Lockholder ist da. Dann würde ich aber ganz kurz die Stämme so weit einräumen, wie ich kann. Vielleicht haben wir nochmal ein Projektle hier. Dann haben wir auch schon ein bisschen Holz, weißt du? So, erster Base-Test hier oben. Der war jetzt nicht ganz so prickelnd, finde ich. Obwohl, ich muss sagen, effektiv, Herr Wara, wir haben einen Haufen Mutantenrüstungen heute gekriegt, ne? Vielleicht ist das eher meine Ecke, weil es halt doch gemütlich ist, ne? Jetzt höre ich sie draußen auch. Das dauert jetzt auch nicht lang, dann stehen sie drin, weil die Tür vorne noch auf ist. So, ein paar Loks haben wir gesichert, ein paar liegen hier zum Abbrennen für Knochen, das können wir dann auch gleich machen. Halt, mach die Haupteingangstür zu. Hinter der Wall war gerade einer geklemmt. Komm, wir rutschen rüber. Ich will einmal jetzt hier in den Kampf reinrutschen mit euch. Wir gehen kurz rüber. Einmal noch rutschen. Volles Risiko mal wieder. Vielleicht rutsche ich ja direkt in den... Au, oh, da kam gerade... Guck mal, da hinten kamen sie gerade, ne? Sehr geil. Bin ich mal gespannt. Hier könnte man normalerweise auch noch eine Leiter hinmachen. Dann kommst du direkt hier auf den Turm, ne? Und ich höre wieder einen Armsi. Sehr geil. Okay, also wir kriegen die Mutantenrüstung. Vielleicht kriegen wir sie ja voll gemacht. Töten tun sie sicher durch die Fallen fast von alleine. Du sparst jede Menge Munition. Und wenn mal alle unten sind, die Fallen, dann kann man immer noch kämpfen. So, pass auf, langsam nehmen wir es. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Todesritt. Stopp. Bin ich letztens schon mal geradeaus weitergelaufen und runtergeknallt. Beim Rumüben. So, meine Lieben. Scharwippel und Katzippel, da ist unser Nameless mit dem Rückenschild. Bereit? Yo, Lady! Meine Base wird angegriffen, ich komme, ich komme! Nameless, Nameless! Okay, war nicht so prickelnd. Aber es hat genauso viel Spaß gemacht wie beim ersten Mal. So, was hier natürlich jetzt auch geil ist, dass ich von hier... Komme ich von hier auf mein Ding hoch? Nee, da hätte ich es ein bisschen steiler bauen müssen. Dann hätte ich hier hochhopfen können, ne? Ah doch, übers Geländer kriege ich es vielleicht hin. Ich darf nur... Tatsächlich. Scheiße, das war mein Fehler. Sehr geil. So, wir gucken mal, wer da ist und wer nicht da ist. Wieder Hölzle. Schön, ist okay, es lohnt sich. Ich finde es hier oben knorzelig, mir gefällt es auch gut. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar Knochen angesetzt, dass der Zaun schon mal ein bisschen fertiger wird. Wo seid denn ihr? Ich sehe euch nicht. Den Baum muss ich noch wegmachen, da sehe ich mehr. Den mache ich auch kurz weg. Wenn ich mal einen Überblick habe, wer da ist und wer nicht da ist. Hier. Ja, das Problem hier an der Stelle für euch ist tatsächlich, dass ihr... Den habe ich nicht erwischt. Aber wenigstens gucken sie ab und zu nach einem, ne? Oh, im Rücken geschossen. Und hier kriege ich sie nicht. Aber hier könnte ich natürlich dann Molly fallen lassen, wenn ich Bock habe. Gucken, ob sich das Ding hinten mit entzündet. Hätte sich eigentlich mit entzünden können, ne? Tut's aber nicht. Okay. Von hier sehe ich sie wahrscheinlich sogar. Naja, da hätte man normalerweise hier vorne halt aufbauen müssen. Aber das haben wir ja schon geklärt gehabt. Ist ja jetzt auch nicht für die Ewigkeit gedacht gewesen. Die Galle. Schau mir an. Schau mir an. Außen rennt auch wieder einer. Also sie kommen schon so langsam zusammen, ne? Unten fand ich es halt extremer. Ist aber auch vielleicht jedes Mal einfach nur anders, ne? So, was wollte ich machen? Den Baum wollte ich eigentlich wegzwirbeln draußen. Den da nicht, ne? Die Kleinen, dass ich da vorne was sehe. Pass mal auf. Geh mal unter Feuer kurz raus. Den da kannst du wegmachen. Das ist einer von denen.
Ja, also ich würde sagen, wenn man da richtig einen Showkampf wollen, dann machen wir das unten. Ja, ja, zwirbel dich nur weg, Baum. Das war der gestört hat, gell? Ja, gehen wir nochmal hoch. Tja, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt noch die Typen rein. Ich nehme das Tool wieder rein. Es ist nicht ganz so prickelnd. Aber trotzdem haben wir mal ein bisschen was gesehen hier an der Ecke. Ich dachte, dass mehr los ist. Dann sammle ich die ein, dann verbrennen wir sie, bringe hier noch ein paar Knochen an. Hier kann ich noch ein paar Sticks ranbringen. Wo ist der? Warte mal, habe ich keine Sticks? Ne, ich habe keine Sticks mehr. Stickbehälter müssen wir außen nochmal noch aufziehen, ne? Ich sehe dich schon, Alter. Jetzt nicht mehr, weil jetzt bist du umgeflogen. Ja, komm, wir sammeln das wieder ein. Erster Test ist durch. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich es besser aufstellen kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einfach nicht alles gesehen habe. Durch das, dass so viele Fallen ausgelöst haben. Wo kämpft denn der? Ach, hier. Er ist jetzt beleidigt, weil ich ihn da eingesperrt habe, oder? So, Alter. Kommen Sie mit rein, junger Mann. Hier, ne? So. Also komm, ich hau den schon mal dagegen. Ich zünde hier nochmal nach. Den hier auch dagegen. Ich habe nämlich Dings aufgestellt, aber die sind, glaube ich, noch nicht fertig gebaut gewesen, ne? Scheiße, ja, die habe ich noch gar nicht fertig gebaut. Wieder ein Voucher. Ja, dann bringen wir sie gleich an. Machen wir hier zu. Draußen liegt noch einer für später. Machen wir sie nach und nach geschwind. Dann können wir uns mal wenigstens angucken, wie das da aussieht mit den Knochen. Die Frage ist nur, ich komme da nicht ran, gell? Ja, scheiße. Doch hier käme ich ran. Hier komme ich ran. Dann mache ich sie hier als erstes hin und da drüben. So, meine Lieben. Da war es eher eine Gruselrunde, eine gemütliche zum Bergfest. Was? Mich persönlich stört es nicht, wenn sie jetzt uns jetzt gerade überrennen. Gelohnt hat sich's trotzdem. Wir haben ein paar Mutanten. Die waren zwar nicht schwierig zu kriegen, aber die Rüstung gehört uns, ne? So, jetzt renne ich hier kurz hin. Warte mal, hier. Kurz mal ein bisschen kopft. Und dann wieder eingesammelt. Mache ich halt immer nur zwei Stück und fertig. Schädel haben wir jetzt auch wieder voll. Ja, ist doch okay. So kriegen wir das auch irgendwann fertig. Guck mal, der Knochenzaun, deswegen hat mir das erst nicht so gefallen, weil der nicht wirklich drauf sitzt, ne? Den kannst du nur in der Luft richtig anzeichnen. So, kommen die Mama jetzt noch die zwei, ne? Ist gut für heute. Hauptsache, wir sind zweimal gerutscht. Den machst du auch noch mit. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, kann ich ja den draußen noch einsammeln, den ich da gesehen habe. Wo war denn der? Wo war denn der? Nimm mal den noch mit rein. Du hast nämlich den Lockholder gebaut. Ja gut, Gruschelrundle. Was willst du machen? Was willst du machen? Irgendwann demnächst, wenn abends mal wieder irgendwie die Folge so 10 Minuten ist und wir nicht schlafen können, stelle ich das Tool nochmal hin, dass wir hier mal die Sachen auch abzünden, weißt du? Den Stick wollte ich, genau. Ne, dann ist da halt keiner mehr. So. Okay, Leute. Das war's vom Bergfest. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr dabei wart. Dass wir ein bisschen gemeinsam hier im Wäldle noch abgehangen sind. Jetzt gucken wir mal, wie wir weiter verfahren. Hoppla. Ja, ich würde demnächst unten wahrscheinlich nochmal eine Tour machen. Unten ist halt irgendwie gattiger. Ja, aber das geht trotzdem mit dem Knochenzaun. Dann ist hier nochmal ein bisschen dicht. Da oben dann ein paar Sticks noch angebracht. Ein bisschen enttäuschend ist es schon, dass jetzt hier nicht bei uns überrannt haben. Ach Gott, ja, ich kann ja jetzt in Zukunft hier hochrennen. Ja, wie geil. Wo ist denn der? Wo ist denn der, den ich da jetzt gerade grunzen gehört habe? Vorne ist halt dann ruhig, weißt du? Der war doch hier irgendwo auf der Höhe, ne? Ja, wenn ich ihn sehen würde, könnte ich mal runterschießen. Ich glaube, der ist... Ich hole uns den noch. Die Rüstung holen wir uns noch. Schaden kann es nicht. So. Raus. Zumachen, rüber. Da ist er nicht. Irgendwo da. Da unten wird er nicht gerade sein, oder?
Das hört sich so an, als wäre er da unten, Leute. Hier kann ich ja aufmachen, da kommt ja der eine durch. Da unten ist er jetzt. Aber ich würde gern hier drüber, komme ich da drüber? Guck mal. Der ist eher gemütlich jetzt, ne? Oh, das sind zwei. Sehr geil. Das werden halt nochmal zwei Rüstungen geschwind, ne? Oh, jede Scheiße, der eine geht schon baden. Der eine geht schon baden. Nämlich, wenn du den schneller erwischen. Ja, das weiß ich nicht, ob ich da dran komme. Zwei blaue waren das. Weiß jetzt aber nicht. Ich glaube, die waren eher standardmäßig, ne? Ein bisschen weiter vor. Ist er reingeflogen? Nee, der ist nicht reingeflogen. Oh, vor lauter Panik. Am Anglersteg haben wir direkte Action heute. Aber ist auch nicht mehr so extrem gefährlich, wenn man sich auskennt ein bisschen, gell? Ja, der hängt jetzt hier auch noch fest. Ist nicht sein Gelände. Sein Gelände ist eher ein Wald, wo er dann gleich die Bäume mitnimmt. Ja, kommt die Rüstung, die haben wir uns verdient. Den im Wasser probiere ich, ob ich rankomme. Das war's schon. Obwohl es ein blauer war, ne? Mr. Eagle hat doch ein paar Pfeile dann noch geschluckt. Super, jetzt werden wir auf. Jetzt werden wir vorbereitet für den Boss, ne? Jetzt hätten wir alles. Jetzt haben wir einen Haufen Rüstung gefunden. Da kommst du nicht bei. Und im Wasser kann ich den ja nicht. Hat er den Arm nach oben? Er hat den Arm nach oben gestreckt. Hat er gedacht, vielleicht ein Fühler? Nö. Muss ich jetzt irgendwas reinbauen, das ist es nicht wert. So, meine Lieben, dann war's das. Alter, wie die Zeit aber vergeht, wenn man rumgruschelt, ne? Den Kopf könnten wir uns aber noch mitnehmen. Letzte Aktion für heute. Ja, letzte Aktion für heute. Fleischhaus, ne? Ne, nicht hinsitzen, sondern den Kopf. Wo ist denn der? Ist der jetzt runtergeglitscht irgendwo? Er war doch abgeschlagen, oder? Ja, der Kopf ist weg. Ich sehe ihn nirgends. Ist er ins Wasser reingerollt? Das weiß ich nicht. Dreh den nochmal hin. Ich hab abgeschlagen hast du ihn, glaube ich, gell? Ja, das war's. Schade. Also, meine Lieben, dann machen wir morgen weiter zur gewohnten Uhrzeit. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet hier an Action. Tatsächlich. Aber ich, für mich kein Problem. Wir haben ja eine Frontseite, bei der es funktioniert mit der Action, ne? Ich gehe jetzt an der Kirche unten speichern. Vielleicht machen wir morgen eine Runde unten, eine komplette Toolrunde, dass wir diese Dielen in die Kirche bekommen. Wir haben ja bis jetzt nur den Priester angefangen, ne? Dass wir eine Runde machen für die Kircheneinrichtung. Den Sarg wollte ich noch irgendwo hinstellen. Ne? Dass wir hier noch ein bisschen durchkommen. Den Priester fertig bauen, zwei, drei Sediele rein. Timmy muss man noch irgendwo hinsetzen, ne? Weil die Blueprints haben wir ja bekommen durch den Bosskampf. Ich zeige es euch nochmal. Dass wir uns hier noch die Familie aufbauen. Ne? So machen wir das. Ich freue mich auf morgen. Habt einen wunderschönen Nachmittag. Schönes Bergfestle. Wer Bock hat, schaut im Stream vorbei. Ansonsten gehabt euch wohl.